Ein Spiel trennt die Teams von SD Croatia und dem BFC Dynamo noch vom Einzug ins Finale des Berliner Pokals. Die erste Runde im DFB-Pokal winkt, große Gegner und viel Geld. Doch dafür muss hier heute erstmal diese Hürde übersprungen werden. Der Berlin-Ligist will natürlich die Überraschung schaffen und na klar, der BFC hat sich den Pokalsieg deutlich auf die Fahne geschrieben. Rein ins Spiel, Kroatien natürlich mit der defensiveren Grundausrichtung. Man hätte ja lieber auf dem eigenen Kunstrasen gespielt, der ist kleiner, da könnten wir richtig Druck machen, so Coach Marco Wilde. Heute muss man aber auf den Rasenplatz ausweichen. Erste Offensivaktion, der Gastgeber über Kamera. Setzt sich da gut durch und sieht Montoya, der wird gefällt von Göwecke. Und der ist letzter Mann. Und das bedeutet rot nach 3 Minuten. Nils Göwecke muss runter, Dynamo nur noch zu 10. Und das war ja am Wochenende schon so. Da gab es in der Liga früh einen Platzverweis für das Team von René Riedlewitz. Heute schon wieder. Der BFC trotzdem mit mehr Ballbesitz, bisher aber noch ohne jede Aktion vor dem gegnerischen Tor. Jetzt mal über die linke Seite. Schünemann bringt den Ball mal in den 16er, die Situation scheint geklärt. Doch nicht, Rockenbach! Thiago Rockenbach da Silva mit dem ersten Kracher für den BFC. Kroatien auf Platz 3 in der Liga, aber nur mit 36 geschossenen Toren. Vorne tun sie sich schwer. Und auch der Pass hier auf Kamara ist eigentlich zu weit, aber da kommt ja hinten noch einer angeschossen. Umkurvt Händel und über den Kasten. Erste Chance jetzt auch für die Gastgeber. Kurz vor der Pause eine weitere wichtige Szene der Partie. Luftduell zwischen Montoya und Steinhauer. Steinhauer bleibt liegen und Montoya muss runter. Der hatte schon gelb gesehen und bekommt dafür jetzt gelb-rot. 10 gegen 10 also, alles wieder auf 0 und Dynamo kam nochmal. 45. Minute über Rockenbach, schlecht geklärt. Schünemann mit ganz viel Gefühl und Srebeni nimmt ab. 1-0 Dynamo. Durch den Goalgetter, 12 Tore in der Liga und hier der dritte im Pokal für den Mann, der die Jugendabteilung von TB und Hertha Zehlendorf durchlief und über Hansa Rostock zum BFC Dynamo kam. Kroatien eiskalt erwischt. Und es gab sogar noch eine Chance. Freistoß Rockenbach und Steinhauer setzt fast das zweite obendrauf. Zweite Hälfte, gleiches Bild. Bache nutzt hier den Fehler, Lukas Bache. Das muss eigentlich das 2-0 von dem Innenverteidiger sein. Bache eben vorne noch Nutznießer, jetzt hinten Verursacher. Vertändet hier den Ball und Kroatien dadurch mit der Möglichkeit. Die Flanke kommt sogar, aber der Abschluss ist dann zu wenig. Dann wieder Dynamo und das kennen wir schon. Langer Ball von Schünemann auf Srebeni und der auf Pröger. Kai Pröger packt den Hammer aus. 76. Minute, 2-0. Was für ein trockener Schuss. Vierter Treffer für Pröger im Pokal. Wahrscheinlich schon die Vorentscheidung. Pröger mit einem Treffer, der es mit Sicherheit in die Best-ofs dieser Saison schaffen wird. Die 90. Spielminute läuft und der BFC Dynamo hatte da noch einen. Und wieder ist Pröger daran beteiligt über die rechte Seite. Die Flanke entpuppt sich hier als Torschuss. Srebeni hat die Kugel, legt ab auf Lambach. Und Björn Lambach markiert das 3-0 und macht damit den Deckel auf diese Partie. Der Schlusspunkt des Sechsers, der vor dieser Saison von Auerbach zu den Berlinern gewechselt war. Er darf sich hier auch nochmal in die Torschützenliste eintragen. Kurz danach ist dann auch Schluss. Der BFC Dynamo schlägt Kroatien mit 3-0 und zieht damit zum 7. Mal ins Berliner Pokalfinale ein. Der Gegner heißt auch BFC, jedoch BFC Viktoria.